Ich kann da runtergehen. In die Absteige. Oh, scheiße. Aha, eine Treppe. Ganz schön dunkel. Und steil. Und rutschig. Am besten, ich nehme 3 Stufen auf einmal. Nicht, dass ich noch... auf den Arsch falle. Das wäre ja zu peinlich. Hier ist links, da geht's rechts. Ich gehe... Ich hab schon schlimmere Scheißhäuser gesehen. Zur Toilettentür. Besetzt! Hört denn die Kackerei bald auf? Hetz mich nicht! Ich leide an einer schweren Temporaldiarrhoe. Temporaldiarrhoe? Ja, ich bin ein Zeitreisender. Du meinst, du kommst aus der Zukunft? Quatsch. Es gibt keine Zukunft. Ich komme aus der Vergangenheit, um mir den Weltuntergang anzuschauen. Geht das schon wieder los? Dann bist du hier falsch. Ich bin der, der diesen Weltuntergang nämlich verhindern wird. Oh, das wäre zu freundlich. Ich stecke hier nämlich fest. Wieso? Ist deine Zeitmaschine verstopft? Nicht ganz. Das Klopapier ist alle. Das war ironisch. Ich glaube dir natürlich kein Wort. Naja... Es war auch nicht die komplette Wahrheit. Wusste ich's doch. Eine Rolle Klopapier ist hier noch, aber sie ist rau wie Sandpapier. Und ich habe während des drexikanischen Bürgerkriegs Chili gegessen. Ah, ärgerlich. Ärgerlich, wo ich hin zum Leuchten, zum anderen Leuchten mit Tropf oder erstmal die dunkle Gasse. Was geht denn hier ab? Hum, hum, kumbaya. Okay. Hallo, ihr freundlichen Kapuzenmänner, die einer sicherlich völlig gewaltfreien Organisation angehören. Steht ihr hier für die Waschmaschine an? Hum, hum, kumbaya. Psst. Könnt mich doch sicher vorlassen, oder? Benehmt euch einmal unheimlich für... Klar, kein Problem, Kumpel. Hum, hum, kumbaya. Cool, dann kann ich ja sicherlich kurz mal eben... Hum, hum, kumbanein. Verdammt. So. Ja, das ist eine Waschmaschine. Diese Zeichen, die machen mir Angst. Ganz schön groß. Dafür, dass es im ganzen Hotel kein einziges Stück saubere Wäsche gibt. Puh. Es gibt hier nur die Waschmaschine und diese... Ach ne, es gibt sogar einen Mantel. Oh, großes Anzug. Ach du meine Güte. Was haben sie mit dem gemacht? Wow, frisch gewaschen. Ich sehe keinen Unterschied. Immer mit. Immer mit. Offenes Feuer im Waschsalon ist jetzt aber keine gute Idee. Man kann schnell mal das halbe Dorf abbrennen. Und dann zeigen wieder alle auf dich und nehmen dir den Flammenwerfer weg. Und feuern die freundliche Kindergärtnerin wegen Verletzung der Aufsichtspflicht. Mal mit denen reden? Entschuldigung. Dauert das hier noch lange? Hum, hum, kumbaya. Verdammt. Entschuldigung. Dauert das hier noch lange? Hum, hum, kumbaya. Verdammt. Okay. Die Waschmaschine ist belegt. Ich hoffe, ich muss nicht waschen. Langer Gang. Oh nein. Raus, runter, runter. Dann gehen wir mal durch.
immer langsam. Ich höre was. Und der Zerstörer wird kommen durch diese Türe. Und er wird tragen das Zeichen der Bestie. Die Stimme kenne ich doch. Das ist doch... Und ein dumpfes Klopfen wird seiner Ankunft vorausgehen. Und er wird sagen... Aua! Das gibt ein Horn. Elf mich nicht nach, du! Moment mal! Ich kenn dich! Du bist... Sehr beschäftigt. Nein! Du bist das Pfeifenkopfmännchen! Der Wahrsager aus Porta Fisco! Bin ich nicht. Oh, du lügst! Was mich im Grunde als Wahrsager disqualifizieren würde, oder? Jetzt mal keine Spitzfindigkeiten hier. Ich glaube immer noch, dass du der Wahrsager bist. Ich werde oft verwechselt. Zum Beispiel mit Ansgar Fleischhut, dem berühmten Mützenmodell. Willst du mich veräpfeln? Wieso? Wir gehen zum selben Friseur. Komm schon, ich erkenne dich doch. Was hast du zu verbergen? Nichts. Im Gegensatz zu Ansgar, diesem eitlen Fatzke. Diese Spinne. Hast du etwa vor zu verreisen? Nur ein kleiner Angelausflug. Es sieht aber eher so aus, als hättest du alle Zelte abgebrochen. Ich gehe auf Großfischjagd. Und dann nimmst du deine ganze Wohnzimmereinrichtung mit? Mein Flatsitter hat Mumps. Was sollte dieses Gemurmel eben? Führst du etwa Selbstgespräche? Ich weiß nicht, was du meinst. Es klang wie so eine Art obskure Weltuntergangspredigt, wie man sie von sinisteren Sektenführern erwarten würde. Ach so, ach das. Ich hab nur ein Lied für die Geburtstagsfeier meiner Nichte geprobt. Und der Zerstörer bekommen durch diese Türe? Hippo der Zerstörer, König der Komödianten, da, 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 da. Und er wird tragen das Zeichen des Tieres? Er trägt das Zeichen des Tieres, er macht den Elefanten. Du, 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 du. Bippo, 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 hui. Herzlichen Glückwunsch, Emil. Ui. Emil Ui? Ein beliebter Mädchenname an der Schrapnellküste. Was soll dieser seltsame Aufzug? Bist du einer Sekte beigetreten? Das ist nur ein Bademantel aus dem Hotel. Und hat auch das Hotel den Schriftzug »Das Ende ist nah« eingenäht? Die meinen das Ende der Frühbucherperiode. Das Ende der Frühbucherperiode ist nah. Buchen Sie jetzt Ihren Urlaub im Hotel Menitekel. Nicht zufällig diesen Typ aus. Diese Typen. Du kennst nicht zufällig diese Typen aus dem Wäscheraum. Ich weiß nicht, von wem du redest. Ja, sie tragen Kerzen, singen Molltonleitern und sie tragen dieselbe Kutte wie du. Also um die würde ich mir keine Sorgen machen. Wahrscheinlich nur ein ganz harmloser Gesangsverein. Sie haben ein Pentagramm auf den Boden gemalt. Ein Quintenzirkel? Keine Frage. Lass das Theater, ich hab dich durchschaut. Oh je, das war ja vorherzusehen. Du hattest natürlich recht, ich bin der Wahrsager. Aber ich benutze meine Fähigkeit nur noch ungern. Es läuft nur noch Mist in der Zukunft, was? Genau genommen läuft da gar nichts mehr. Die Welt wird untergehen. Ja, das war auch meine erste Reaktion. Die zweite war, alle meine Sachen zu packen und einfach abzuhauen. Aber das ist doch Quatsch. Ich weiß, man kann seinem Schicksal nicht entkommen. Genau, man muss... sich mit ihm abfinden. Was? Nein. Darum habe ich Gleichgesinnte um mich geschart, um mich mit ihnen zusammen auf das Unausweichliche vorzubereiten. Du hast eine Weltuntergangssekte gegründet. Wann wäre ein besserer Zeitpunkt? Deine Kumpels blockieren den ganzen Wäschebetrieb. Kann ich deine Kutte haben? Was treibst du eigentlich? Die Welt wird heute nicht untergehen. Stimmt. Es passiert morgen, kurz vor den Spätnachrichten. Nicht, wenn ich es verhindern kann. Stimmt ebenfalls. Unglücklicherweise kannst du es nicht. No. Ha, das werden wir ja sehen. Falsch. Unsere Augäpfel werden längst verbrannt sein, wenn es soweit ist.
Du weißt alles besser, was? Berufskrankheit. Ich werde deinem abergläubischen Fuzzi-Verein das Handwerk legen. Aber wir tun doch nichts Unrechtes. Aber nein! Ihr wollt nur den Weltuntergang heraufbeschwören. Wollen wir nicht. Das Ende ist nicht mehr aufzuhalten. Alles, was uns bleibt, ist uns spirituell darauf vorzubereiten. Spirituell? Verstehe. Ihr lasst euch also volllaufen. So eine Art Abrissparty für den Planeten. Ganz im Gegenteil. Es geht darum, sich symbolisch von seinen Sünden reinzuwaschen, bevor das Ende kommt. Also nur Softdrinks. Ha, dann gehe ich doch lieber zu den echten Satanisten. Die wissen wenigstens, wie man feiert. Deine Kumpels blockieren den ganzen Wäschereibetrieb. Geduld, mein Freund. Das Ritual dauert nicht lange. Ja, worauf warten die denn noch? Ich muss an die Waschmaschine. Nun, sie warten natürlich auf ihren Guru. Auf Sag mal nicht Boso. Mich. Ja, und was treibst du da noch hier? Ich mach mich fertig für meine große Ansprache. Die Welt geht ja nicht alle Tage unter. Da will ich gut aussehen. Wie kommst du darauf, dass die Welt untergehen wird? Die Vorzeichen waren eindeutig. Gestern Nacht stand der Horizont in Flammen. Du meinst doch nicht etwa mein Barbecue, oder? Dann hat es Feuer vom Himmel geregnet. Okay, ich hätte doch nicht die preisgünstigen Briketts verwenden sollen. Und Frösche. Ich habe doch gesagt, dass die noch nicht ganz durch sind. Schließlich hat sich das Wasser des Ozeans in Blut verwandelt. Ich hab's ja verstanden. Meine kleine Grillparty ist etwas außer Kontrolle geraten. Na und? Das macht mich noch lange nicht zum Reiter der Apokalypse. Ja, und dass das so auf dem Flyer stand? Mein Gott, das hatte PR-Gründe. Kann ich deine Kutte haben? Nein, aber wenn du an unserem Ritual teilnimmst, bekommst du deine eigene. Spinnst du? Ich werde garantiert nicht an deinem gruseligen Weltuntergangsgehopse teilnehmen. Es ist ein Selbstreinigungsritual. Es geht darum, sich symbolisch von seinen Sünden reinzuwaschen, bevor das Ende kommt. Was denn für Sünden? Ich bin dabei, die Welt zu retten. Genau genommen bin ich so etwas wie ein Heiliger. Und gewaschen habe ich mich diese Woche auch schon. Ich habe es anders gesehen. Ach komm schon, gib schon die Kutte her. Nein, diese Kutten sind nur für Menschen bestimmt, die willens sind, sich reinzuwaschen von... Oh, erspar mir das. Ich bin schon raus. Ich habe es anders gesehen. Was treibst du da eigentlich? Ich mach mich fertig für meine große Ansprache. Die Welt geht ja nicht alle Tage unter. Da will ich gut aussehen. Verstehe. Ich finde, du siehst gut genug aus. Ich finde, du siehst gut genug aus. Meinst du? Nein, irgendetwas stimmt da noch nicht. Vielleicht sollte ich mir doch noch mal die Augenbrauen zupfen. Will sich die Augenbrauen zupfen? Ach, dir ist ja nicht mehr zu helfen. Keinem von uns. Mr. Toffee? Bescheuerter Name für eine Tarantel. Ich hoffe, er hat nichts mit Camouflage zu tun. Hey, lass Mr. Toffee in Ruhe. Das kann man ja sonst noch machen. Kapuze? Ich erblicke darin eine Einladung zu einem famosen Streich. Ich lach mich jetzt schon kaputt.
Okay, ich schütte ihm da was rein. Dentosaurus, der dino-starke Zahnputzspaß. Hey, das ist dieselbe Marke, mit der ich als Kind Fiebererkrankungen vorgetäuscht habe. Versteht's ja auch. Dentosaurus Zahnpasta ist ein Chemieabfallprodukt und nicht zur inneren Anwendung geeignet. Mögliche Nebenwirkungen: Fieber, Schweißfüße, permanenter Verlust des Gefahrenbewusstseins. Dentosaurus Zahnpasta darf unter keinen Umständen mit Teppichreiniger vermischt werden, da gefährliche Chloroformgase entstehen können. Wow, ich sollte öfter mal Gefahrenhinweise lesen. Ich habe doch tatsächlich geglaubt, Zahnpasta sei nutzlos. Boah, nehmen. Das ist wie einem Kind den Lolli wegzunehmen, nur mit weniger Karies. So, kann ich das direkt mal kaputt machen? Ja, das wäre lustig. Aber ich kann diese einmalige Gelegenheit nicht für einen billigen Karlauer verschwenden. Ich denke vor allem an die Fans, die meine Streiche wegen ihrer hintergründigen Doppelbödigkeit lieben. Oder ich tue da was rein, was ihm mehr Augenbrauen macht und er rastet aus. Mal gucken. Okay. Das ist ein Schrank. Kopfkissen zu nehmen mit. Oh. Dieser Druck. Was, wenn ich versage und die Welt doch untergehen wird? Okay. Entschuldigung. Ich bin der Größte. Dieser Kopfkissenbezug ist von hervorragender Qualität. So viele Kopfläuse können nicht irren. Außerdem ist da ein Pflegehinweisetikett mit 6 Symbolen eingenäht. Komisch. Die habe ich alle noch nie gesehen. Dieser verlauste Kopfkissenbezug eignet sich nur für genau 2 Dinge. Erstens, einen Kindergarten unter Quarantäne zu stellen. Und zweitens, ein Kopfkissen beziehen. Okay, 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 zur Tür. Hier ist niemand. Na prima, dann kann ich ja reinkommen. Was? Nein, stopp, zu spät. Hallo? Du da, unter dem Laken. Hier ist niemand unter dem Laken. Sei nicht albern. Ich seh dich doch. Du siehst Gespenster. Kann nicht sein, ich glaub nicht an Gespenster. Vor allem nicht an diese gruselige Sorte, die sich in dunklen Hotelzimmern rumtreibt und die auf ewig in der Zwischenwelt gefangen ist, bis ihre arme Seele endlich Erlösung gefunden hat. Ich bin kein Gespenst. Und eine Erlösung wäre es, wenn du endlich verschwinden könntest. Nicht so hurtig. Wenn du also kein Gespenst bist, was treibst du dann hier ganz alleine? Im Dunkeln, direkt neben diesem Guckloch zum Nebenzimmer. Ich bin ein Gespenst. Verzieh dich, sonst bekommst du meine übernatürlichen Gespensterkräfte zu spüren. Es sei denn natürlich, du bist der Zimmerservice. Ich bin der Zimmerservice. Sehr gut. Dann räum bitte das Geschirr weg, das ich neben die Tür gestellt habe. Ja, aber hier liegt kein Geschirr neben der... Oh, Moment, da war doch welches. Wir haben ein Geschirr. Hier müssen irgendwo die Scherben rumliegen. Wenn ich meine Augen zusammenkneife, sehe ich sie sogar direkt vor. Hinter mir. Au! Scherbe. Ah, noch eine Scherbe. Und, aha! Das hier ist keine Scherbe. Es ist ein Messer. Autsch. Viel besser. Was können wir damit machen? Wozu braucht ein Gespenst ein Fischmesser? Das eignet sich wohl kaum als Brotaufstrich. Ja, aber ich dachte, man kann vielleicht ein paar Augen rein. Nicht. Ich wusste es doch. Zahnpasta ist. Das eignet sich wohl kaum als Brotaufstrich. Hey, bleib da an der Tür stehen, wo ich dich sehen kann. Ich dachte, ich soll verschwinden. Ja, richtig. Verschwinde! Kannst du dich vielleicht mal entscheiden? Bevor ich dich aber allein lasse... Oje, jetzt kommt alles raus.
Wozu braucht ein Gespenst denn den Zimmerservice? Um das Laken zu wechseln? Finger weg von meinem Laken! Schon klar. Ich kann mir vorstellen, wie unangenehm es ist, wenn sie den Saum so tief unter die Matratze stopfen. Ein Freund von mir ist mal in meine Laminiermaschine geraten. Er hat noch die ganze Nacht lang geheult. Zum Glück ist mir am Morgen wieder eingefallen, wie man die Kiste ausstellt. Aha, aber wie gesagt, es geht hier nicht um das Laken. Es soll lediglich das Geschirr weggeräumt werden. Und wozu brauchst du das Geschirr? Für einen Mitternachtsimbiss. Ach ja, logisch. Darf ich mal das Licht anmachen? Hier gibt es kein Licht, nur Dunkelheit und Scham. Scham? Ja, na klar, wenn ich da bin. Scham. Ja, Scham. Ich bin sehr charmant. Nein, Scham. Herrgott, du wirst doch wohl Scham kennen. Ja, ach so, Scham. Natürlich. Diese kleinen schamförmigen Dinger. Scham. Ja, klar. Nettes Laken. Finger weg von meinem Laken. Brauchst du es noch lange? Solange du hier drin bist. Ja. Ich glaube nicht, dass du ein Gespenst bist. Und wie, wenn ich fragen darf, kommst du zu dieser Erkenntnis? Ganz einfach. Gespenster erscheinen nur denjenigen, die sich etwas vorzuwerfen haben. Sie sind so eine Art stoffgewordenes schlechtes Gewissen. Aha, schlechtes Gewissen. Ich? Du hast Ideen. Wenn ich dir doch sage. Ich aber habe mir nicht das Geringste vorzuwerfen. Ach komm, jeder hat doch irgendwelche Laster. Ich habe keinen Laster, kein einziges. Lasterkanaster. Was ist denn dein Laster? Ist das nicht offensichtlich? Du bist Bettnässer. Quatsch! Guck doch mal, wo ich hier stehe. In einem dunklen Hotelzimmer. Neben? Einem Loch in der Wand. Und was sagt dir das? Ah, ich hab's. Du bohrst gerne Löcher. Nein! Hä? Aber Moment, du meinst doch nicht etwa... Doch, ich höre gerne Leuten dabei zu, wie sie unter der Dusche singen. Ich habe kein Laster. Kein einziges. Warum würde mich Goal wohl sonst mit nach Elysium nehmen? In der kurzen Zeit, die wir uns kennen, habe ich sie bereits zweimal aus fahrenden Organon-Kreuzern geworfen. Ihr Espresso aus Batteriesäure eingeflößt, ihr Bewusstsein in drei Teile gespalten. Und heute Morgen habe ich versehentlich die Babyschildkröte, die sie gesund pflegen wollte, mit Schnellzement ausgegossen. Aber sie hat mir alles verziehen. Mein Gewissen ist rein. Hast du mal darüber nachgedacht, dass es vielleicht nicht darauf ankommt, ob diese Goldie verzeiht, sondern du dir selbst? Boah, aber das wäre doch voll egoistisch. Finde ich nicht. Schön, ich verzeihe Schön. Mir. Ich verzeihe mir. So. Und nun? Was? Und nun? Ja, du bist ja immer noch da. Also wenn du wirklich eine Manifestation meines schlechten Gewissens wärst, müsstest du dich da nicht irgendwie jetzt aufgelöst haben oder so? Vielleicht muss ich mir auch selbst verzeihen. Natürlich. Genau wie in mein Freund der Geisterastronaut. Na los, hopp! Na, verzeih dir doch einfach. Das ist nicht so einfach. Ich schäme mich wirklich sehr. Und wie willst du dann jemals Erlösung finden? Ich dachte, ich bleib hier einfach im Dunkeln stehen und kämpfe dagegen an. Oh Mann, was für eine Jammertüte. Lasterkanaster, reden wir über was anderes. Oh, sehr gerne. So, ich wollte sowieso gerade. Also, ich bleibe dabei, keine Spur ohne einem Laster. Ich wollte sowieso gerade gehen. Ein Glück. Wie mein? Hinfort! Hinfort! Schon besser. So, da darf ich nicht hin. Hey, bleib da an der Tür stehen, wo ich dich sehen kann. Ich dachte, ich soll verschwinden. Ja, richtig. Verschwinde! Kannst du dich vielleicht mal entscheiden? Nun, dann... Aber, also... Müsste ja hier die Dusche sein, oder? Das ist ein bisschen komisch. Was haben wir denn hier noch für eine Zimmertür?
Abgeschlossen. Glück gehabt. Oh, Doc? Nein. Keine Antwort. Aber da ist doch jemand drin. Ich höre Stimmen. Kann nicht hören. Mit dem Messer? Abgeschlossen. Oso? Keine Antwort. Ich kann jetzt mit dem Messer... Was fällt denn darunter? Mir fallen tausend Wege ein, dieses Schloss zu knacken. Aber der Konstrukteur scheint sie alle bedacht zu haben. Offenbar haben sich meine Fähigkeiten bereits herumgesprochen. Da fällt immer was runter. Was ist das? Man verliert immer was. Okay, dann gehen wir mal hier hinten runter. Ach du Scheiße. Mit einem lustigen Schleimtroll in jeder fünften Pastete. Eil! Und ich dachte all die Jahre lang, dass die gar nicht mehr hergestellt werden dürfen. Wer braucht schon Münzgeld, wenn er über magische Finger und ein unbestreitbares Händchen für Automaten aller Art verfügt? Aua! Okay, da ist zu viel Strom drauf. Von der diagonalen Heizung. Die roten Module stehen auf Heizen. Das ist aber auch so eine Energieverschwendung. Mal gucken, ob ich die abstellen kann. Wir sind die Ausgangsposition zurück. Okay, okay. Geschafft. Rufus 1, Entropie 0. Rufus 1, Entropie 0. Dann hätten wir das. Jetzt hier in den Automaten. Mit einem lustigen Schleimtroll in jeder. Und ich dachte, wer braucht schon Münzgeld, wenn er über magische Finger und ein unbestreitbares Händchen für Automaten aller Art verfügt? Das hat nichts geändert. Aua! Ich kann jetzt nicht mehr duschen oder so. Egal, jetzt habe ich ausgemacht. Gehen wir mal da rein. Wer sitzt da? Was denken die sich bloß dabei, eine Tonne für Fischabfälle direkt unterhalb der Gästezimmer aufzustellen? Hier hat es doch ein für die Müllentsorgung perfekt geeignetes Geländer. In solchen Mülltonnen kann man die verrücktesten Sachen finden. Ein Pelikan. Ein Pelikan? Das ist nicht mal verrückt, das ist maximal milde merkwürdig. Geben? Wahrscheinlich nicht. Das scheint ihm nicht zu konvenieren, was allerdings auch auf die Fischabfälle zutrifft. Okay. Da sitzt ein Pelikan. Zu den Zimmern, zu den Zimmern. Jetzt komme ich da hinten. Aha. Gucken wir nochmal schnell hier, ob sich was verändert hat. Oso? Scheiße. Doc? Keine Antwort. Okay. Oso? Keine Antwort. Das war doch wieder so ein Zeichen. Dunkles Zimmer. Bevor ich dich aber... Oh je. Ich wollte... Wie meinen? Schon besser. Was, wenn ich... Und... Ich bin der Größte. Nein, ach Mann.
Was? Ich bin der. Jo. Das ist ein Automat.